Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ion Altar. Ja, wir sind hier immer noch beim Erkunden nur mancher Räumlichkeiten, die noch sind, bevor wir dann zur Bibliothek gehen. Kann ich nicht weiter, ich muss wieder lang. Okay. Ja, genau. Ich dachte mir schon, dass ich den nicht mit einem Hit besiegen werde. Oh, ich habe eine Quest completed. Ja, einfach was Schönes trinken. So. Was gibt's denn hier noch so? Haben denn hier? Ah, hier kommen wir in die Kitchen zurück. Alles klar. Kommen wir in den anderen Raum, der daneben ist, auch rein? Oder nicht? Da ist ein Gegner. Oder nicht, weil dann müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Obwohl doch, ich glaube, ich weiß wo. Aber dann müsste ich an den Gegner vorbei. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch mal, ne? Victory! Sind wir auf dem Weg, den wir erreichen? Hä? Von der Treppe aus, oder? Okay, wo sind wir denn jetzt? Hier sind Stein und Safen. Aber der ist scheinbar schon aktiv. Wir waren doch hier auch schon mal. Ich glaube, wir sind wieder auf der anderen Seite. Und haben einen Geheimraum geöffnet, um da hinzukommen. Das kann gut sein. Ja, genau. Gut, das heißt, wir haben den ersten Bereich schon mal erkundet. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal die Treppe. Das ist aber cool gemacht. So, wir nehmen jetzt mal die Treppe hier. Die müssen wir ja eigentlich von der anderen Seite dahin kommen. Wo wir die ganzen Loot-Sachen gesehen haben, aber da eine Barrikade war. Ja, komm. Du kannst nix. Mist! 14 Lebenspunkte und ich habe nur 13 abgezogen. Die
Defend. Bam. Ja, komm, machen wir mal die Fähigkeit hier. Scheiße. So, ich trinke erstmal nochmal, ne? So. Zack. Ja, genau. Hier meine ich. Ich habe kein Würfelglück. Das heißt nichts Gutes. Ich habe so viel. Ich kann jetzt mal ein bisschen Tränke nochmal herstellen. Aber ich habe. Eigentlich. Upgrades. Genau, Unlock. Und Word of Ayahuas. Your armor is increased by a prayer to her. Also meine Rüstung wird ein bisschen verbessert. Wenn ich jetzt auf hier gehe. Kann ich. Ah. Ich kann. Einmal das hier freischalten. Athletic. You are in fine shape. Gain plus 2 Athletic Skill. Also ich bekomme dann halt für so Würfelsachen und so weiter und so fort. Plus 2 auf Athletic. Oder aber ich gehe gleich auf Level 3 Skills und kann mir zum Beispiel hier Bladestorm 2 holen. Ich mach das mal. Alles klar. Ein paar Upgrades habe ich mir fein geholt, also das ist der Bereich fein. Da kann ich dann auch so Sachen anlocken wie Word of, ne, also das ist ja dieses, dass meine Rüstung ein bisschen besser wird, oder aber Thesis 2, was auch immer das. You grow more furious, gaining hatred until the end of your next turn. Aber ich denke mal, wir behalten jetzt mal unsere Punkte und geben die später da aus. So, wir gucken jetzt mal hier oben rein. Barracks. Armory Barracks. Aber hier ist ja eigentlich gar nicht so zum Looten, ne? Oh, wieder eine Kitchen. Aber sag ich nicht, das ist dieselbe Kitchen wie die. Nee, das kann doch nicht sein, oder? Das ist ja nicht dieselbe Kitchen wie die von.
Doch. What the fuck? Dining Hall. Ja, das war dieselbe Kitchen. Okay. Das ist ja sehr verknüpft. Stimmt, hier war ja dieser lange Weg und bin ich von hier gekommen? Damals? Nee, wir konnten hier noch lang gehen. The guild says what we're after someone in that tower. Perhaps a keeper? After all you've done for them, they better open up. Announce yourself. I've been hired by Randus to help retake the fortress. Will you open that door or do I need to kick it in? That's good. Thank you. Are the barracks clear? We ran into that guild lord and barely made it out alive. His sorcery, I've never seen anything like it. The keeper seems to have survived the guild's attack by hiding in here. Hiding in here. Nicht hiding, hiding in here. Achso, also er hat gerade gefragt, so, ja, ist hier alles safe in den Barracks und so. Und das ist so, ne? Und die haben das überlebt hier gerade, weil sie sich hierhin begeben haben. Ich ask if they need help. Better to live a coward than die a fool. You did the right thing by hiding in here. Need anything? Keeper Siegel barely survived the Guild Lord's attack. The priest keeper Murthane Root poulticed in the kitchen pantry for treating dark magic burns. Would you mind getting some for him? You could help, but there's a lot of work to be done. Turn him down? Nein, offer to help. Sir, so, but I expect something in return. Thank you. Merth's blessing be with you. You noise a third sword in the corner. Tie up and unconscious. Was, ich habe gerade ein third sword in der Ecke gehört. Wir fragen mal. Who's that guy? A third sword? We managed to capture one of them, but he's still out cold. Hopefully he'll come around soon, so we can ask him a few questions. Okay. Ich loote mal hier ein bisschen. Null Prozent Chance of Success. Das heißt, ich kann diese Truhe einfach nicht öffnen dadurch, weil ich 0%ige Chance habe. Ich kann es noch so weitermachen, so lange weitermachen, wie ich will. Geht nicht. Oh, this might be your last view of the outside world from some time. Hopefully, when you come out again, your pockets will be filled with gold. Ja, das war wahrscheinlich mein letzter Blick erstmal nach draußen. Aber wenn ich vielleicht nochmal nach draußen komme, dann wird mein Geldbeutel mit Gold gefüllt sein. Also wird es sich lohnen. So, talken wir mal zu dem. The injured Sasquatch is unconscious. Achso, ich kann mit dem nicht reden. Dann nicht. Aber bin ich beim Anfang auch den ersten Weg hochgegangen? Also die Treppe da vorne, weil irgendwie... Das ist ganz komisch. Ich gehe nochmal kurz...
Weil den Stern habe ich dann ja auch schon aktiviert. Es wird hier in der Main Hall. What the fuck? Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich gehe mal zur Bibliothek, ne? Ja, das war der hintere Weg. Main Hall. Ja, also ich war schon überall dann scheinbar gewesen. Das ist alles so mega verwirrend verknüpft. Wir gehen zur Bibliothek. Auch wenn ich gesagt habe, ich möchte den Typen da helfen, möchte ich einmal zur Bibliothek. Scheiße da drauf. Wir sind wichtiger. Okay. Kommen wir da durch? Ja, hier wird nämlich gewürfelt und diesmal hat es funktioniert. Old Fortress. Ich glaube, wir sind jetzt quasi in dem Bereich drin, wo wir auch hinkommen würden, wenn wir durch das große Tor gehen. Niemand hier? Oh, Tour. Wie viel Prozent haben wir Chance? 66, also es müsste eigentlich gehen. Müssen wir hin. In this gear, Price appears to be one of the few required to operate the portal obstinate. You will need them all if you're going to open it again. Also wir haben quasi wir haben so ein Ding gefunden, was wir brauchen zum Öffnen des Portals. Obstinate. Also, ja. Find all portal mechanism prices. Okay, alles klar. 1 von 4. Wir müssen alle finden. Okay, da will ich aber noch nicht lang. Moment, ich gehe erstmal nochmal in den Raum da oben rein. Da ist doch bestimmt noch was drin. Was hat er so geschrien? Oder gebrüllt eher? Hat sich nicht so angehört, als wäre das irgendwas Menschliches. Immer hier in die Ecke. Irgendwer labert hier auch die ganze Zeit. Na hier, was ist denn? Eine Ratte. Aber die rennt weg. Ich könnte sie angreifen, aber sie ist kein Feind, so, die mich instant angreift. Da ist aber... eine Spider.
Hier sind also Kreaturen. Na. Kleine miese Spinnen. Ah, und hier haben wir noch einen Mechanismus. 2 von 4. Na. Ein Gerdstone. Aber ich frag mich gerade, ich laufe da immer weiter und hier ist ein Speicherpunkt. Was ist denn, wenn ich jetzt hier erstmal da oben gucke? Auf Spiders. Aber die in einem ganz interessanten Rahmen. Und die Ratte macht mit. Die hat mitgekämpft. Die hatte doch keine Chance. Large Chest. Nice. Ja, hier gibt's doch einiges zum Loot. Ich kann ja nicht, ich kann nichts sehen. Ah! This place filled with deadly traps and walls on the verge of collapse. You need to be more careful. Oh, hier sind Fallen. There's proud to be more deadly traps and rotting walls up ahead. We're the first one to walk here for centuries. Better be careful. Wir haben jetzt auch, glaube ich, 3 von 4, ne? Da. Ja. 3 von 4. Gut, ich gehe mal kurz. Ich habe wieder 20 Wiener und ich kann jetzt hier Athletic Skill. Hätte ich wahrscheinlich die Natur noch öffnen können. Ja, wir ballern mal ein bisschen in Athletik rein. Und ich würde gerne das hier anlocken. Und nein, das sparen wir uns noch auf. Alles klar. Also ich brauche jetzt wie viel? 162 Renown für das nächste Level. Also für Level 4. Nee, Level 4 sind bestimmt für Level 5. Ich habe keine 0 wie known. Oder? Ja, und ich glaube, diese Leiste zeigt mir an, wie viel ich schon insgesamt ausgegeben habe. Wahrscheinlich, ne?
Ja, wahrscheinlich. So, jetzt gehe ich mal dann lang, weil das war doch eine gute Idee, da oben erstmal lang zu gehen, denn da war nämlich noch ein Teil. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Teil, ein einziges Mechanismus, Gedöns, um die Möglichkeit zu bekommen, die Tür zu öffnen. Spinnen, aber die können nichts. Außer es sind so fucking große Spinnen. Wie diese da. Die gleich mal 37 Lebenspunkte hat. Und wir sind tot. Kamera? Alles klar, da sind wir. So, jetzt will ich mal kurz checken, denn nimmt meine Upgrades wieder weg? Oder hat er die gesaved? Ja, Upgrades hat er scheinbar gesaved. Abilities hat er auch gesaved. Hat er die Quest gesaved? 3 von 4. Ja. Alles klar. Dann hat er das zumindest alles gesaved. Siffel mal einen Trank. Attack! Und das will ich nicht überleben, oder? Doch! Wow! Ich hätte echt gedacht, also ich habe nochmal die Möglichkeit gehabt, diese Fähigkeit, wo ich dreimal zuschlagen kann, zu nutzen. Alter, das hätte ich eigentlich gedacht, weil ich habe 6 Lebenspunkte nur noch. Die hätte mich getötet, wenn die mich getroffen hätte, aber das hat sie nicht. Das war ja mega lucky. Uiuiui. Ja, manchmal muss er ein bisschen risky sein.